Mein Name ist Tina Winkelmann, bin 37 Jahre alt und ich kandidiere für Bündnis 90 Die Grünen im Landkreis, also im Wahlkreis Schwandorf-Kau. Was will ich bewirken? Was sind meine Ziele? Ziele Nummer eins ist natürlich, was gerade in unserem ländlichen Raum sehr, sehr wichtig ist, die ländliche, bäuerliche Landwirtschaft wieder fördern und voranbringen. Auch stehe ich natürlich für die Energiewende ein. Regenerative Energien fördern, ausbauen, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und gerade bei uns der Nahverkehr. Der Nahverkehr muss ausgebaut werden, damit wir auch die Möglichkeit haben, ökologisch unseren Alltag zu bestreiten. Frau Winkelmann, herzlich willkommen bei den Oberpfalz Medien, muss nachschauen. Wie grün ist eigentlich die Tätigkeit als Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik? Gibt es da Möglichkeiten, dass Sie Einfluss auf Fairtrade bei Kautschukhandel nehmen? Also erst einmal danke für die Einladung zum Gespräch. Bin auch gern gekommen. Ich freue mich auf unterhaltsamen Nachmittag. Thema Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Also es hat jetzt nichts mit dem Handel, mit Fairtrade-Handel, mit Kautschuk zu tun. Was ich natürlich aber auch gerne beeinflussen würde auf internationaler Ebene. Meine Berufsgruppe selber hat damit nichts zu tun. Wir selber machen Spritzgussteile, Relais, Überlastschalter etc. pp. Wir kriegen keinen Zusammenhang her. Wir kriegen da keinen Zusammenhang her, weil wir kriegen es von BASF und Co. geliefert. Das ist chemisch hergestellt. Ich hätte so gerne über den Kautschukabbau, wie er vom Baum runterläuft. Wie er runterläuft. Ist aber nichts zu holen da in der Frage. Leider. Also da kann ich Ihnen jetzt einfach nur dienen. Das ist nichts. Ich bin persönlich aber natürlich für einen Fairtrade-Handel. Dafür setzen wir uns ein, setze ich mich auch ein. Weil anders funktioniert das nicht. Wir können nicht Menschen ausbeuten, nur dass wir gut leben können. Das haben wir zu lange gemacht und da müssen wir weg davon. Fairer Handel. Das ist das andere. Auf freiwilliger Basis. Freiwillig ist immer sehr schwierig, weil alles, was freiwillig ist, haben wir ja gesehen, wird relativ schlecht umgesetzt. Also brauchen wir da Reglementierungen. Ja. Gehen wir zurück zur Oberpfalz. Ja. Das haben wir ja schon ein bisschen. Die wunderschöne Oberpfalz. Also, ich bin eine ganze stolze Oberpfälzerin. Ich habe mit großer Begeisterung gelesen, dass Sie die Weltoffenheit der Oberpfalz so bejubeln, sozusagen. Bekannt, die berühmten Fälle der weltoffenen Oberpfälzer, Lokalpatriotismus in Ehren, aber vielleicht ein paar Beispiele. Es gibt ja, soll es auch geben, ein paar Oberpfälzer, die gar nicht so weltoffen sind. Aber Sie sind der Auffassung, da ist überdurchschnittliches Potenzial. Also die Oberpfälzer, ganz ehrlich, die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer haben erst einmal wirklich pfundige Leid, ganz ehrlich. Und wenn man sagt, momentan sieht es, gerade in der Flüchtlingsarbeit, da trifft man auf so viele hilfsbereite, offene Menschen. Und schau es doch mal um, die ganzen Foodtrucks, Festivals, was da jetzt zum Beispiel angeboten wird, alleine jetzt, wenn es ums Essen geht und die Leute sind offen, wollen das probieren, gehen hin, Markt der Kulturen, immer öfters wird das veranstaltet. Und da sind wir Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer voll dabei. Also, und da sieht man es auch einfach, wie offen wir sind. Mhm. Natürlich gibt es natürlich auch Fälle, die nicht so offen sind und dafür sind wir da, denen das zu zeigen, wie toll das ist, das Miteinander und das Zusammenleben. Und das. Sie wollen mehr Oberpfalz nach Berlin bringen. Es gibt ja schon eine Oberpfälzer Phalanx, also beispielsweise die Kollegen Schieder, die Kollegen Rupprecht von allen Parteien, ist ein bisschen was dabei. Wie gut vertreten denn die bisher die Oberpfälzer Belange in Berlin? Fällt da noch was? Da fehlt auf jeden Fall ganz, ganz viel. Da fehlen die grünen Themen. Da fehlt endlich den Mut zum Ausbau der regenerativen Energien zum Beispiel. Da kommt nichts von diesen Parteien. Das müssen wir nach vorne treiben, das müssen wir ausbauen. Wir müssen einfach zeigen, wie weltoffen wir sind. Und das schaffen wir nicht, wenn wir einfach überall die Hand heben und sagen, ja, das passt schon, das machen wir. Die Ehe für alle zum Beispiel ist bei uns auch ein Thema, ein großes Thema. Da haben wir Grüne 20 Jahre dafür gekämpft und da wurde von sehr vielen Oberpfälzer Abgeordneten mit Nein gestimmt. Und deswegen mehr Oberpfalz in Berlin, das, was die Oberpfälzer Bürgerinnen und Bürger auch wirklich wollen. Sie lehnen natürlich die faktische, aber auch die legale Obergrenze für Flüchtlinge ab, individuelles Asylrecht. Gleichzeitig muss man aber natürlich für die Akzeptanz der Flüchtlinge in der Bevölkerung werben, weil sonst kriegen wir eine Spaltung in der Gesellschaft, die, glaube ich, keinem was bringt. Wie wollen Sie denn die Leute davon überzeugen, dass man in der Lage ist, so viele unterschiedliche Menschen im Land zu integrieren? Also erstens einmal zum Thema Obergrenze, für Menschlichkeit eine Obergrenze zu setzen, also sowas funktioniert nicht und kann nicht funktionieren.
dann ist es ganz klar, an was man da arbeiten muss. Nicht den Fehler machen, den wir in den 50er, 60er Jahren schon gemacht haben, wo wir Arbeitskräfte gebraucht haben und uns gefreut haben über die Arbeiter, die aus Spanien, Italien, Frankreich zu uns gekommen sind und dann hergegangen sind und haben wie kleine Ghettos aufgebaut. Wir haben ja wirklich ganze Stadtteile so aus dem Boden gestampft. Nein, wir müssen uns da einfach mehr mischen. Sie müssen bei uns integriert werden. Es geht nur, wenn wir es in unser Leben mit einbinden. Und das müssen wir machen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Nicht alles in irgendwelchen Heimen am Stadtrand unterbringen, sondern ins Leben integrieren. Wobei das Heim ja nur der Anfang sein sollte. Ich denke, dass bei einer relativ komplizierten Lage, wenn gleichzeitig also jetzt mehr oder weniger 1 Million Menschen kommen, wird es natürlich auch schwierig, sofort Wohnungen zu haben, sofort eine bunte Mischung hinzukriegen. Ja, aber natürlich auch offen sein. Also man sieht, man kennt auch viele Sportvereine, gerade bei uns im Landkreis, die sich da wirklich stark mit engagieren, zu sagen, komm, der oder die, die können ja gut Fußball spielen, die sollen mit rein. Das ist gelebte Integration. Und das muss mehr vorangetrieben werden. Das wirklich zu sagen, komm, nur miteinander geht's. Es geht nicht gegeneinander. Und wenn wir Angst haben vor dem Neuen, entwickelt sich Hass und Barrikaden werden aufgebaut. Und da hilft nur Integration. Grüne wollen in der Theorie eine gerechtere Wirtschaftsordnung. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir stellen fest, dass es schon in Europa schwer genug ist, sich auf Minimalstandards zu einigen. Jeder versucht mit einem gewissen nationalen Selbstinteresse seine Vorstellungen durchzusetzen. Wie soll das funktionieren? Wir brauchen ein freies und starkes Europa und es funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten und das auf allen Ebenen, natürlich auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Wir müssen uns darum kümmern, zum Beispiel Zollabgaben, Zölle, da müssen wir freier werden, da müssen wir offener handeln. Wir müssen zum Beispiel den Austausch von Arbeitskräften, haben wir ja auch das Problem, gerade sei es jetzt Pflege, uns fehlen jetzt schon wahnsinnig viele Pflegekräfte, da zu schauen, dass wir da besser zusammenkommen, dass wir europäisch uns mehr ineinander gehen. Und wir haben jetzt, wir sind Exportweltmeister, wir profitieren ja davon, dass wir leicht exportieren können. Es war aber bisher so natürlich, dass das Erfolgsmodell bei der EU oder bei den verschiedenen Erweiterungsrunden immer so war, dass man sagen wir mal, mit niedrigeren Arbeitslöhnen und teilweise halt auch Standortvorteilen dann konkurrieren konnte, also ob das Portugal war, ob das Irland war. Wie will man die Länder davon überzeugen, dass auf Dauer sozusagen nur gleiche Standortbedingungen für alle Vorteile bringen? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Lohngerechtigkeit. Und diese Lohngerechtigkeit muss ein europäischer Standard werden. Und der muss auch eingeführt werden. Und das ist natürlich ein langer Prozess, aber jeden Prozess muss man mal beginnen. Und das ist Zeit, dass wir den beginnen zu sagen, wir brauchen Standards für Löhne, wir brauchen Standards für Arbeitszeiten und die auf ganz Europa. Das kann nicht sein, dass irgendein Land ausgebotet wird. Was mache ich? Wir haben wenig Sanktionsmöglichkeiten. Sie erleben, dass Polen, dass Ungarn, dass teilweise ja Tschechien und Slowakei einfach Nein sagen und die EU dann dasteht und sagt, gut, möglicherweise streichen wir jetzt irgendwelche Gelder, aber wir sind dann natürlich in einer Situation, wo wir eigentlich eher kurz vor der Trennung schon wieder stehen. Also wie gesagt, nur mit einem starken Europa geht's und es kann nicht sein, dass sich andere Länder, also europäische Nachbarn, davor verschließen, da mitzugehen, aber natürlich Gelder annehmen aus der EU. Und da muss man dann sagen, okay, da müssen wir absolut einen Cut machen und da sprechen wir drüber, weil wenn sie die Gelder nicht mehr kriegen, dann werden sie anfangen zum Wackeln. Und das funktioniert. Ich kann ihnen nicht Gelder geben und dann gleichzeitig sagen, ach, ihr dürft machen, was ihr wollt. Nein, Europäische Union stark ausbauen, stark machen, gerade für den Welthandel, aber nur gemeinsam. Und bitte Fairplay unter allen. Nicht nur fordern und kassieren und nichts machen. Also das müssen wir unterbinden. Die Grünen kritisieren das bayerische Bildungssystem relativ stark. Bei Rankings wie PISA und Ähnlichem ist Bayern immer relativ stark. Wie lasst ihr das irgendwo erklären? Bayern ist noch stark. Bayern fällt aber zurück. Wir fallen erheblich zurück. Und das kommt auch durch unser sehr starres Schul- und Bildungssystem. Und das muss anders aufgebaut werden. Es kann ja nicht verlangt werden, dass zum Beispiel aus der Praxis ein 9-jähriges Kind oder 10-jähriges Kind muss jetzt wissen, dass er unbedingt Abitur machen muss und einen akademischen Weg geht. Da ist es viel zu früh für ein Kind. Wir müssen wirklich hergehen, wir müssen für die Gesamtschule werben, zu sagen, bleib zusammen, um zu sehen, wo geht die Fähigkeit, wo geht die Lust von dem Kind hin, in welche Richtung will sie gehen
und endlich die Förderungen aufmachen, dass wir ein besseres Bildungssystem kriegen. Wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen moderne Unterrichtsmittel und das muss einfach verstärkt werden und das haben wir nicht. Wir gehen immer mehr auf eine Spaltung zu und wir brauchen das mehr miteinander und einfach die Förderung von jedem einzelnen Kind zu schauen. Was hat das Kind wirklich drauf, was kann das Kind, in welche Richtung mag es gehen? Und dadurch haben wir auch immer die klaffende Schicht. Die klaffende Schicht ist auch, dass ein Arbeiterkind seltener sagt, ich mache einen akademischen Weg, wie ein Kind, das aus einer Akademikerfamilie kommt. Aber dieses Kind kann genauso gern Maurer werden wollen, wie das Kind vom Arbeiter sagt, ich möchte Ingenieur werden. Und das müssen wir ändern. Also Gesamtschule, mehr Lehrer, mehr Geld für Bildung, modern ausstatten. In der Theorie plausibel, in der Praxis dann oft nicht ganz überzeugend. Die rot-grüne Regierung hat unter anderem auch wegen der ganz starken Kritik an der Schulpolitik verloren von der Frau Löhrmann. Woran haben Sie das ein bisschen beobachtet, woran es dann in der Umsetzung gescheitert ist? Das ist ganz klar. Also in meinen Augen war das ja auch eine Boykottpolitik. Der Staatsregierung zum Beispiel in Bayern. Die fanden das dann gar nicht so erquickend. Da kommt ein rot-grüner Vorschlag. Wollen wir den, müssen wir den umsetzen? Wollen wir eigentlich gar nicht, weil wir sind eigentlich ein souveräner, starkes Bayern sind wir. Und wir haben doch eine tolle Bildungspolitik. Und da, glaube ich, ist damals einfach zu wenig umgesetzt worden. Also dieses Bundesrecht hätte mehr auf die Länder übergreifen müssen und sollen. Das war aber eine Länderfrage, ne? Also die Abwählen der rot-grünen Regierung und die Kritik an der Schulpolitik von der Löhrmann. Das war jetzt so die Fragestellung. Also dass man es in der Praxis dann vielleicht nicht idealtypisch umgesetzt hat. Definitiv nicht umgesetzt und nicht mitgenommen. Also da ist man beharrt auf seinem Standpunkt einfach geblieben. Ja. Und das war falsch. Die Landtagsgrünen und ich denke weite Teile auch der Bundesgrünen befürworten die Trasse als Transportmittel für den Offshore-Wind aus dem Norden. Wie ist Ihre Haltung? Also ich muss sagen, es gibt einen ganz klaren Antrag von uns, der auf einer LDK abgestimmt wurde. Wir sagen erst einmal ganz klar, dezentrale Energieversorgung, die muss gefördert und der muss geforscht werden, die muss ausgebaut werden. Fakt ist aber auch, im jetzigen, wir haben diese Trassen brauchen wir, um den Wind, die Windenergie aus dem Norden in den Süden transportieren und umgekehrt. Aber deswegen brauchen wir auch diesen Kohleausstieg, diesen sofortigen. Weil über diese Trassen sollen regenerative Energie laufen und nicht fossile Brennstoffe laufen. Deswegen arbeiten wir auch immer dran und schauen wirklich, was gibt es Neues, Power to Gas etc. pp. Zu sagen, nein, immer dran forschen, dranbleiben, aber momentan befürworten wir das. Ich nenne natürlich eine, unter Auflagen. Ich nenne Ihnen ein paar Begriffe, Sie antworten kurz, prägnant, was Ihnen spontan dazu einfällt. Erdogan, der Retter der deutschen Flüchtlingspolitik. Erdogan, ein Unterdrücker seines Landes. Große Koalition oder bunt gemischt? Bunt gemischt bringt immer mehr Pfeffer rein, bunt gemischt mehr Ideen. Haut ab. Ein Ausspruch, den ich bei uns einfach nicht mehr hören will und nicht hören kann. Lügenpresse. Offene Presse, Pressefreiheit und die haben wir in Deutschland, dürfen wir froh sein drüber. Pulverfass Nordkorea. Da müssen wir ganz schwer drauf schauen, auch was Trump macht. Keine Alleingänge, die Amerikaner akzeptieren. Soziale oder asoziale Medien? Soziale Medien, aber bitte reglementiert mit Standards, keine Hassbotschaften, keine Hassposts. Der Triumph des Trump. Der Triumph des Trump. Nur die Hälfte der US-Amerikaner haben ihn wirklich gewählt. Er ist das Schlimmste, was uns in Sachen Klimapakt passieren konnte. Und wir werden ein Auge auf ihn haben.